Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der jetzige Tagesordnung hätte die Überschrift verdient: Union und AfD gegen eine nachhaltige und klimagerechte Zukunft. Die Entscheidung für den Elektroantrieb ist doch längst gefallen. Und es ist gut, dass nun endlich von der europäischen Ebene das überfällige Orientierungssignal zum Antrieb der Zukunft gegeben wurde. Die wirklich wichtige Debatte, die wir dringend führen müssen, ist doch eine andere. Wie kommen wir schnell zu einer nachhaltigen Mobilitätswende? Wie oft muss man es noch sagen? Ein Antriebswechsel ist keine nachhaltige Verkehrswende. Dafür brauchen wir einen massiven Ausbau von Elektrobussen, Kleinbussen, Ruftaxis und der Bahn mit günstigen Tickets bis hin zum Nulltarif. Es muss garantiert werden, dass alle Menschen mobil sind, ohne ein Auto besitzen zu müssen. Auch über die zukünftige Bedeutung des Autos in einem klimagerechten Zukunftskonzept muss diskutiert und gestritten werden. Dabei mache ich mir große Sorgen über die Entscheidung des Managements der Premiumhersteller, noch größere, noch PS-stärkere, teurere und ressourcenfressende Autos zu bauen, weil sie höhere Profitraten abwerfen. Es macht aber ökologisch keinen Sinn, in einen tonnenschweren SUV eine 700-Kilo-Batterie einzubauen. Das sichert weder Arbeitsplätze noch das Klima. Und es ist und bleibt eine Tatsache, dass E-Fuels deutlich um das 5- bis 6-fache ineffizienter sind als der Antrieb mittels Batterie. Dazu kommt, dass es die dafür erforderlichen erneuerbaren Energien auf absehbare Zeit nicht geben wird. Deswegen müssen wir die knappen E-Fuels dort einsetzen, wo es keine Alternativen gibt. Und das sind Luft- und Seeverkehr, Schwertransporte und so weiter und vielleicht auch noch Bestands-PKWs. Und bei den Arbeitsplätzen, liebe Union, scheint Ihnen entgangen zu sein, dass bereits heute massenhaft Stellen vernichtet werden, trotz Rekordgewinne der großen Automobilkonzerne. Namhafte Zulieferer haben ihre Produktionsstandorte bereits nach Osteuropa verlagert und Tausende von Arbeitsplätzen vernichtet. Wo standen Sie da mit den Beschäftigten vor den Werkstoren? Wo war da Ihre öffentliche Besorgnis? Ich habe nichts gesehen. Die Elektromotorisierung stellt zukünftig bis zu 200.000 Arbeitsplätze in Deutschland in Frage. Deshalb müssen nicht nur bestehende Arbeitsplätze geschützt, sondern neue geschaffen werden. Die Verdoppelung des ÖPNV und Ausbau der Bahn würde bis zu 400.000 Arbeitsplätze im industriellen Bereich schaffen. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, und deswegen lehnen wir Ihre rückwärtsgewandten und weder klima- noch arbeitsplatzfreudigen Anträge ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie ganz herzlich an diesem Abend. Und da ich später noch die Spätschicht heute übernommen habe und gesehen habe, dass das bis 3.30 Uhr geht, werde ich ab jetzt keine Zwischenfragen mehr zulassen. Oh, ganz traurig. Also, und ich bitte Sie, auf die Zeit zu achten. Sie haben ja alle eine feste Zeit bekommen. Die kann man gut füllen, aber wenn sie zu Ende ist, ist sie zu Ende. Als nächstes erhält das Wort der Kollege Stefan Gelbhaar für Bündnis 90 Die